Filmpreis 2020. Sie denken sich vielleicht, wo kommt jetzt der Applaus her? Ja, das ist natürlich ein Original-Qualitäts-Filmpreis-Applaus, den wir in weiser Voraussicht rechtzeitig für den heutigen Anlass reserviert haben. Klatsche in der Zeit, dann hast du in der Not. Und natürlich haben wir uns auch für manche Gewinnerbenachrichtigung und Preisübergabe etwas Besonderes einfallen lassen, wie Sie werden sehen. Der erste Film, der ausgezeichnet wird, der zeigt uns tiefe Einblicke in das weiß-blaue Seelenleben. Es geht um den Tod. To be or not to be. Nein, es geht natürlich nicht um den humorlosen, grimmigen Sensenmann, sondern wie in barocke Bayern lieben und am liebsten sehen. Es geht um den Borntl-Krammer. Entschuldige, ich wollte es nicht. Erklär mir doch das mal mit der Liebe. Was genau? Wenn sich da jetzt jemand verliebt hat, wann verliebt sich denn die andere? Also über welche Zeitspanne reden wir denn da? Ich hoffe. Ja, grüß Gott, mir brisiert's, ich liebe sie. Maxl, warst du das? Was? Nein, ich war's. Fixiert dich eine Frau länger als 4 Sekunden, hast schon mal ganz gute Karten. Bitte nichts bekommen. Der Teufel! Bingo! Seitdem du da bist, stirbt keiner mehr. Wenn das so weitergeht, dann bricht da alles zusammen. Die ganze Schöpfung. Also auf die faule Ausrede bin ich jetzt aber gespannt. Du hast uns den Schmarrn eingebracht, also läufst du da selber wieder aus. Sogar mal, musst du mich erpressen? Ja. Wieso hast du mich? Ich lüge immer. Das ist mein Job. Ich lüge sogar, wenn ich die Wahrheit sage. Ich empfehle mich. Wir haben für Sie und auch für uns eine absolute Neuheit. Wie die Filmpreise auf der Bühne verliehen werden, das haben Sie ja vielleicht schon öfters gesehen. Aber was geschieht in dem Moment, wenn die Menschen davon erfahren, dass sie gewonnen haben? Das war bislang noch nie zu sehen. Aber heuer können wir uns das mal anschauen. Denn in der Kategorie Drehbuch haben wir die Benachrichtigung zur Chefinnensache gemacht. Überrascht hat unsere Preisträger die Staatsministerin für Film und Digitales, Judith Gerlach. Wir planen heute eine Überraschung. Uns sind gleich 3 Männer zugeschaltet. Michael Bulli-Herbig, Markus H. Rosenmüller und Ulrich Limmer. Die 3 haben den Bayerischen Filmpreis gewonnen, und zwar für ihr Drehbuch zu Der Borntl-Krammer und die ewige Liebe. Die 3 wissen noch nichts von ihrem Glück, weil ich habe sie jetzt gerade unter einem Vorwand eingeladen. Und ich bin sehr gespannt auf ihre Reaktion. Der Rosi hat sich einen Weichzeichner drauf gemacht. So schaut's aus. Wer hat hier Weichzeichner? Brauche ich auch einen? Oh! Erstmal herzlichen, schönen guten Tag. Hallo zusammen. Schön, dass Sie sich alle die Zeit nehmen. Freut mich. Wir haben uns in der Runde schon bestimmt jetzt, Rosi, ein halbes, dreiviertel Jahr, eigentlich seit Drehzeit nicht mehr gesehen. Gell? Insofern herzlichen Dank an Sie, Frau Ministerin, dass Sie das möglich gemacht haben. Sehr gerne, wenn auch nur virtuell, aber standesgemäß von der Digitalministerin sozusagen. Ja, eben. Ich glaube, ich komme gleich mal direkt zur Sache, warum ich Sie heute hier eingeladen habe. Denn wir hoffen wirklich sehr, dass da der Freistaat Bayern auf Sie zählen kann. Und ich bitte Sie einfach, ins Fernsehstudio in München unter Föhring vorbeizuschauen. Sie müssen nämlich dort etwas abholen. Und zwar Ihren Bayerischen Filmpreis für das Drehbuch zu Der Borntl-Krammer und die ewige Liebe. Herzlichen Glückwunsch! Jesus Maria! Das ist ein großartig! Oh mein Gott! Ja, hey, nein, das ist gut gewesen. Ich sehe schon, die Überraschung ist gelungen. Also das ist ja fantastisch. Ja, ich bin verblüfft, aber also ich freue mich natürlich riesig. Das freut mich da wiederum. Vor, warte mal schnell, ich bin gleich da. Jetzt bin ich ja. Ich freue mich auch. Jetzt glaube ich, muss ich ein Weißbier trinken auf den Josef. Ja, ja, großartig. Aber vielen Dank. Es war eine Freude. Ja, tschüss. Ja. Da. Ja. Und jetzt sind die 3 bei mir. Und was habt ihr denn gedacht, wozu ihr eingeladen seid bei dieser Videokonferenz? Keine Ahnung. Also ich dachte mir sicher für eine Laudatio, irgendwie sowas. Hat kein Braten gerochen? Null. Nein, weil ich wusste
von unter der Hand von jemand anders. Zufälligerweise habe ich schon 6 Wochen davor gesehen, dass die Entscheidungen, glaube ich, schon gefallen sind. Deswegen war das für mich überhaupt kein Gedanke. Vielleicht ein Wahlwerbespot oder sowas. Ich habe vielleicht einen Auftrag. Ja. Wer hatte denn die Idee zur Fortsetzung vom Bandelkramer? Ja, es ist so, dass ich habe halt bereits beim Brandner Kasper den Bordenkramer so wahnsinnig gern gespielt. Und immer, wenn ich gefragt worden bin, was war denn bisher meine Lieblingsrolle, habe ich immer gesagt, Bordenkramer. Das waren die Leute immer verblüfft. Und ich habe eigentlich damit schon abgeschlossen, dass man jemals diese Rolle noch mal spielen kann. Und morgens unter der Dusche ist mir der Titel eingefallen. Der Bordenkramer und die ewige Liebe. Ja, weil das Original heißt ja der Brandner Kasper und das ewige Leben. Das ist ein Märchen. Morgens unter der Dusche. Morgens unter der Dusche, immer. Also ja. Dusche oder Auto. Da hat man Zeit zum Nachdenken. Okay. Ja, und dann, wenn man in den Spiegel schaut, sieht man das Elend. Und dann kommen einem die besten Ideen. Und dann habe ich eigentlich direkt den Josef angerufen, bin bei ihm vorbei, dem Josef Filzmeier. Und habe ihm nur gesagt, du, ich habe noch keine Geschichte, ich habe noch keinen Plot, gar nichts. Aber ich finde, der Bornelkram und die ewige Liebe, das klingt toll. Und er hat gesagt, ja, das müssen wir machen. Ja, wer schreibt's? Und? Gesagt, ja, und dann kam Folgendes, dann, wir persönlich kannten wir uns noch gar nicht, gell, Rosi? Ja. Also ich habe ihm mal einen Bayerischen Filmpreis überreicht. Das ist der Glücksbringer in der Richtung. Und dann habe ich gesagt, wie wär's mit dem Rosi, mit dem Rosenmüller? Und dann hat der Josef den Satz gesagt, den er eigentlich dann immer gesagt hat und den ich noch viele Male mehr gehört habe, ja, den kenne ich, den rufe ich gleich an. Dann hat er ihn angerufen. So war's. Wie war die Zusammenarbeit? Zum dritten Buch schreiben, ist das schwierig? Gibt's da Krach? Das war super. Also es ist eine Zeit, an die ich mich extrem gerne erinnere. Wir saßen immer beim Bulli in seinem Büro und die Amtssprache war bayerisch. Also das hätte niemand so anders verstanden. Und wir haben einen Riesenspaß gehabt. Einen Riesenspaß. Also ja, das war eigentlich die schönste Zusammenarbeit. Das Tolle war halt, dass der Bulli das dann einmal gleich spielen hat können. Also man hat gleich wirklich praktisch umsetzen können, haut die Szene jetzt hin oder nicht, weil er es einfach vorgespielt hat. Und das war toll. Ihr habt ein Foto mitgebracht. Das war am Josef sein 80. Geburtstag, den er groß gefeiert hat. Und wo er tatsächlich zu unser aller Erstaunen gesagt hat, wir sollen alle verkleidet kommen. Zuerst haben wir gesagt, oh, man muss das sein, verkleidet und so. Und dann war das eine Riesengaudi und da ist dieses Foto entstanden. Es war ein fulminantes Fest und mit der Energie haben wir an das Buch gegangen. Und wir hoffen, dass mit der Energie auch der Film, dass dieser Film rausgekommen ist. Genau. Ja, der Geist von Josef Filzmeier steckt da vielleicht noch ein bisschen drin. Und jetzt müssen euch noch die Preise überreicht werden. Und zwar von 3 Schwestern, die sich als Team der Fertigstellung des Films angenommen haben. Herzlich willkommen, Josefina, Janina und Theresa Filzmeier. Gut. Hey, darf ich euch in die Mitte bitten? Auf eure Position. Bitte. Ihr seid Luder. Ja, ja. Gestern Abend noch telefoniert. Ja. Weißt du? Ihr habt es alle abgestritten. Oh mein Gott. Ja, wir haben auch noch was Kleines zu sagen. Filmzeit ist Lebenszeit. Das war Papas Motto. Und mit eurem wunderbar gelungenen Drehbuch habt ihr diese Zeit kostbar gemacht. Papas letzte Film und Lebenszeit fing mit euch dreien an. In eurem Drehbuch vereint sich das, was man eben nicht lernen oder erklären kann. Dieses bayerische Grundverständnis, gepaart mit filmischer Kreativität und einem saugurben Humor. So hätte unser Papa das wahrscheinlich ausgedrückt. Danke, Bulli. Danke, Rosi. Und danke, lieber Uli, dass ihr unserem Vater eine so wunderbare Grundlage für seinen letzten Film geschenkt habt. Und wir sprechen auch von Papa, wenn wir jetzt sagen, herzlichen Glückwunsch zum Bayerischen Filmpreis. Da ihr alle schon mehrere Figuren habt, bekommt niemand den Pierrot. Herzlichen Dank. Was für eine Freude. Ja, danke schön. So eine schöne Dame. Ich habe kurz vorher noch telefoniert, habe ich gehört, und die haben nichts verraten. Ne? Das ist abgestritten. Vor allem ganz, ganz, ganz hinterhältig. Gestern Abend haben wir sogar noch ein FaceTime-Gespräch gehabt. Und dann sage ich, ja, ich melde mich dann morgen, wenn wir das entgegengenommen haben. Und alle drei so ganz hinterhältig, ja, wir freuen uns so, meld dich. Und ich habe es geglaubt. Ganz wirklich eine SMS geschrieben, was für einen schönen Tag ihr heute habt und sowas. Ja. Da zeigt sich eben, sie sind alle drei Schauspielerinnen, sie sind ja auch alle im Business, das hat sich gelohnt. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank für den Preis.
Und auch in unserer nächsten Kategorie, wie im Fall von Bornel Gammer, geht es um ein Wesen, das zwar nicht von dieser Welt ist, aber